Die Hotelbranche ist mit am schwersten von der Corona-Krise getroffen. Im vergangenen Jahr gab es noch fast 500 Millionen Hotelübernachtungen. Die Buchungszahlen sind aber um bis zu 90% eingebrochen. Wie geht's jetzt weiter für Hotelfonds? Chancen oder Risiken? Was sollten Anleger tun? Darüber rede ich jetzt mit Stefan Lammerding, Geschäftsführer bei der Dr. Peters Group. Herr Lammerding, ich grüße Sie. Wo sind Sie gerade im Homeoffice? Ja, ganz unweit unserer Firma. Ich habe das Glück, dass ich wirklich nah an unserem Office hier in Dortmund wohne. Insofern eigentlich so gar nicht so sehr Homeoffice. Und die Fahne Unternehmens könnte ich aus dem Fenster eigentlich noch sehen. Ich stelle Sie und das Unternehmen mal ganz kurz vor. Stefan Lammerding, Geschäftsführer der Dr. Peters Group. Die Unternehmensgruppe platziert und verwaltet geschlossene Beteiligungsmodelle in den Assetklassen Flugzeuge und Immobilien. Sie beschäftigen rund 180 Mitarbeiter und haben bislang 145 Fonds aufgelegt mit einem Gesamtinvestmentvolumen von über 7,4 Milliarden Euro. Herr Lammerding, wir wollen ja über Hotelfonds nun heute sprechen. Wenn ich hier durch Berlin gehe, dann hat eigentlich kein Hotel mehr geöffnet, um mich herum alles dicht. Wie geht's denn der Hotelbranche jetzt aktuell? Ja, man kann schon sagen, dass die Corona-Krise das Hotelgewerbe, vielleicht gemeinsam noch mit dem Gaststättengewerbe aus meiner Sicht am härtesten trifft. Manche Hotels sind tatsächlich noch geöffnet, aber man kann es kaum von außen wahrnehmen. Wir haben wirklich schon im März signifikante Rückgänge in den Buchungen gesehen und wir sind natürlich intensiv im Kontakt mit den Pächtern und die Pächter berichten uns, dass es wirklich zu einstelligen Übernachtungsanzahlen kommt. Das heißt, also es ist vielleicht mal ein oder zwei Zimmer vergeben, aber der Einschnitt ist schon signifikant und es geht ja so weit, dass halt einige Bundesländer tatsächlich auch touristische Aktivitäten quasi untersagt haben und damit dann auch Hotels wirklich unter staatlichem Einfluss geschlossen werden mussten. Jetzt gibt es ja Hilfspakete, für Kleinstunternehmen gibt es auch Zuschüsse, aber bei Hotels bleibt ja meistens nur noch der Kredit übrig. Kommen solche Hilfen jetzt schon an und reichen sie aus? Es ist natürlich so, dass die Pächter mit Hochdruck daran arbeiten, ihre wirtschaftliche Lage durch diese Krise zu bringen. Da hilft natürlich der breit aufgespannte Schutzschirm, den wir jetzt gesehen haben seitens Bundesregierung und Länderinitiativen. Allerdings muss man die Frage stellen, ob eine im Kern Kreditfinanzierung wirklich die Pächter nachhaltig durch diese Krise bringt oder ob nicht auch eine zusätzliche Liquiditätshilfe noch vonnöten ist. Wie glauben Sie, wird es da weitergehen? Es hängt natürlich auch von dem Zeitraum ab, wie lange es dauert, bis der Tourismus anspringt. Aber haben die Hotelketten und Hotels und die Branche, haben die noch Reserven? Also es ist so, wie es weitergehen wird, glaube ich, werden wir in dieser Woche erfahren. Grundsätzlich glaube ich, dass wir das Potenzial haben, dass die Hotelbranche relativ schnell wieder gut anlaufen kann. Ich mache das immer daran fest, dass man ja auch im engsten Familienkreis schon davon spricht, wie man sich nach dieser Krise verhält. Und das Thema Urlaub hat schon eine hohe Bedeutung. Jetzt, nachdem die Osterferien quasi auch ausgefallen sind, gibt es doch viele Hinweise darauf, dass man dann vielleicht den ersten Urlaub nach der Krise dann auch in der direkten Umgebung verbringen wird. Und das könnte durchaus einen positiven Schub geben auf die innerdeutschen Hotelbuchungen. Und deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, dass wir nach der Krise nicht ein relativ schnelles Wiederhochlaufen der Hotelbranche sehen werden. Wie sieht das jetzt bei den Hotelfonds aus, gerade auch bei der Dr. Peters Group? Ja, es ist so, dass natürlich alle Pächter oder nahezu alle Pächter der Hotelimmobilien auf uns zugekommen sind und in irgendeiner Weise mit uns die Pachtverpflichtungen diskutieren wollen. Ich glaube, dass wir hier gefordert sind, in aller Solidarität, aber auch wirtschaftlicher Professionalität diese Krise zu meistern haben. Das bedeutet, dass wir den meisten Pächtern zunächst mal eine Pachtstundung angeboten haben, um den ersten Druck hier aus der wirtschaftlichen Situation rauszunehmen, aber jetzt auch begonnen haben, ernsthafte Gespräche zu führen, wie es denn weitergehen kann. Und grundsätzlich glauben wir, dass die gestundete Pacht beispielsweise für 1, 2 oder 3 Monate in einem Zeitraum bis Ende nächsten Jahres oder bis Mitte übernächsten Jahres nachgeholt werden kann. Und so gehen wir auch in die Vereinbarung. Für die Fonds bedeutet das aber, dass
wir die aktuelle Ausschüttung zurückhalten müssen, weil die wirtschaftliche Situation ungeklärt ist und schon aus der Verpflichtung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft heraus, die halt eben auch darauf achten muss, dass die Liquiditätslage eines jeden Fonds intakt sein muss, darf ich eigentlich gar nicht auszahlen. Und dementsprechend haben wir unsere Anleger auch informiert und zunächst mal die Auszahlung ausgesetzt. Können Sie noch mal das Gerüst praktisch drumherum erklären? Also Sie erzählen von den Pächtern, das heißt, Sie haben Hotels gekauft und die werden von Pächtern betrieben. Wie läuft das? Genau, es gibt eigentlich drei Akteure bei einem Hotelfonds. Einmal den Immobilienbesitzer, das ist zumeist unser Fondsanleger, der die Immobilie kauft. Dann gibt es einen Pächter, der sich darauf spezialisiert hat, Hotelbetriebe zu betreiben. Und der dritte Akteur ist der Markengeber oder der Franchisegeber. In unserem Fall beispielsweise Hampton by Hilton oder Courtyard von Marriott. So, diese drei Akteure stehen quasi gemeinsam am Tisch und stehen sozusagen für das Investment. Und wenn ich das noch ausführen darf, bei den Franchise-Summen ist es so, dass die direkt an den Umsatz geknüpft sind. Das heißt also, wenn das Hotel keine gute Belegung hat und keinen guten Umsatz aufweist, dann wird das direkt auch über die reduzierte Franchise-Gebühr quasi abgebildet. Die Pacht ist zumeist eine Festpacht. Wir haben mit den meisten Pächtern 20-Jahres-Pachtverträge. Die sind auch so konstruiert, dass es halt eben keine direkte Verbindung gibt zu der Auslastung und dementsprechend natürlich auch die Pacht erbracht werden muss, wenn die Auslastung, so wie im aktuellen Fall, halt eben deutlich niedriger ist. Wie sieht das momentan aus? Sie haben ja drei Business-Hotels neu für diesen Fonds, glaube ich, erworben in Karlsruhe, Ludwigshafen und Bochum. Gibt es da jetzt keinen Fonds? Wird der verschoben? Wird der ganz gestrichen? Genau, also da beziehen Sie sich jetzt auf den neuesten Fonds, für den die Vertriebsgenehmigung seitens der BaFin bereits vorliegt. Aber wir als uns entschieden haben, dass sich das die Marktgegebenheiten zunächst einmal beruhigen müssen. Denn ist, glaube ich, jetzt nicht angezeigt, mit einem neuen Hotelinvestment auf den Markt zu gehen, wenn man noch gar nicht abschätzen kann, wie letztendlich die Auswirkungen dieser Krise auf die Hotels sich auswirken werden. Deswegen hat der Fonds natürlich weiter eine Vertriebsgenehmigung, aber wir haben den Vertrieb noch nicht gestartet, weil wir wollen natürlich auch nicht unsere Initiative in einen Markt geben mit Unsicherheiten. Wir wollen natürlich hier auch dem Kunden einen klaren Überblick geben über die Chancen und Risiken des Produktes und da ist es heute nochmal angezeigt, die Krise zu überblicken, einen Ausblick zu nehmen, wie das Erholungspotenzial aussehen kann und dann ist auch der richtige Zeitpunkt, mit einem Investment zu kommen, was möglicherweise die Krise gut überstanden hat. Ich denke, das kann dann am Ende auch ein Prädikatsurteil sein. Glauben Sie, dass die Branche denn da wieder gut rauskommt oder sind Sie eben auch so zögerlich, weil Sie selber Fragezeichen haben? Nein, ich glaube, die Hotelbranche hat auch in den letzten Krisen bewiesen, sei es denn die weltweite Finanzkrise, beispielsweise, dass Übernachtungen sowohl im Touristikbereich als auch im Geschäftsbereich immer schnell wieder hochgelaufen sind. Aus meiner Sicht vielleicht sogar ein Frühindikator für eine erholende Wirtschaft. Von daher, wenn ich die Vergangenheit betrachte, sehe ich schon, dass sich Hotelinvestments immer wieder erholt haben. Und aus heutiger Sicht gibt es auch keine Anzeichen, dass halt bei einem guten Wiederanfahren der Wirtschaft nicht auch die Hotelbranche profitieren sollte. Die Lufthansa geht ja zum Beispiel davon aus, dass es länger dauern wird, bis man die Passagierzahlen wieder erreichen wird. Man geht von weniger Business-Reisenden aus. Wäre das dann nicht auch ein Fall, den Hotels treffen würde? Das wäre auf jeden Fall so, weil natürlich gerade die Objekte, die wir sowohl im Bestand haben, als auch für den neuen Fonds ausgewählt haben, natürlich auch auf Business-Reisen abzielt. Wir werden abwarten müssen, ob diese neuen Entwicklungen, wie zum Beispiel Homeoffice oder diese Art von Konferenz, nachhaltige Veränderungen auf das Wirtschaftsleben haben werden. Am Ende glaube ich, dass ein persönliches Gespräch für einen wichtigen Vertragsabschluss immer noch eine hohe Bedeutung hat. Ein persönliches Gespräch bedingt immer Mobilität, dass halt Geschäftspartner sich aufeinander zubewegen. Und dementsprechend die grundsätzliche Notwendigkeit von Geschäftsreisen, Geschäftsübernachtungen
aus meiner Sicht auch nach diesen Effekten der Digitalisierung oder des gemeinsamen Übens dieser Effekte bestehen bleiben werden. Das heißt, auch wenn jemand jetzt in einen Hotelfonds investiert hat, würden Sie dazu raten, erstmal die Lage abwarten und gucken, wie sich das weiterentwickelt? Auf jeden Fall. Jetzt sind wir wirklich in der Situation, dass noch nicht genau absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt sich hier eine Besserung einstellen kann. Wir sind aktuell in den Verhandlungen mit den Pächtern, sind durchaus noch Themen offen, die verhandelt werden müssen. Keine Indikation, jetzt irgendwie hektisch zu werden oder Investments verlassen zu wollen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir mit den stabilen und guten Pächtern, die wir ausgewählt haben, gute Vereinbarungen schließen können, die diese Effekte aus dieser Krise auch subsumieren können. Was ist denn der Vorteil gerade eines Immobilien-, eines Hotelfonds für die Anleger? Ja, es ist ja so, dass wir natürlich im wirtschaftlichen Umfeld der Nullzins- oder Negativzinsphase uns bewegen. In diesem Umfeld sind Immobilieninvestments in den letzten Jahren immer die Renditetreiber gewesen. Und zwar nicht nur von der Wertentwicklung, sondern auch einfach von der laufenden Ökonomie. Wenn Sie sich unsere Fonds anschauen, dann sind wir in der Lage, für den Anleger eine Auszahlung von 4,75 für den ersten Fonds bis jetzt 5,25 auszuzahlen. Ich glaube, dass wir weiterhin, nicht zuletzt jetzt wegen der aufkommenden Staatsschuldenthematik, ein Negativzinsszenario beibehalten werden. Deswegen wird weiterhin nach Alternativen gesucht werden. Die Immobilienbranche bietet hier auch langfristig immer noch eine interessante Alternative an, sodass ich da auch zuversichtlich bin, dass wir weiterhin im Immobilienbereich stabile Renditen sehen werden. Dieser Fonds, über den wir schon gerade gesprochen haben, das war ja ein Publikums-AIF. Wer das nicht weiß, was das bedeutet, ist ein alternativer Investmentfonds. Was ist denn das Besondere daran? Warum ist das ein alternativer Investmentfonds? Wofür steht das? Genau, es ist immer noch einer. Ne? Es war nicht, weil Sie gesagt haben, es war einer. Es ist natürlich immer noch einer. Und wir sind auch zuversichtlich, dass er genau in der geplanten Form, wie wir ihn konzipiert haben, an den Markt kommt. Ein Publikums-AIF ist eben kein offener Fonds, wie man das vielleicht aus dem Aktien- oder aus dem Rentenbereich kennt, wo halt eben liquide Werte hinterlegt sind, sondern es ist ein sogenanntes Sachwerte-Vehikel. Und Sachwerte-Vehikel sind seit 2014 über ein separates Gesetz, das Kapitalanlagegesetzbuch reguliert. Das heißt also, es ist eine spezielle Form der Fondsanlage für Sachwerte. So kann man das, glaube ich, ganz kurz und knapp zusammenfassen. Das heißt, jemand, der einen Aktienfonds hat oder einen Rentenfonds und jetzt nach einem Fonds sucht, der in ein bestimmtes Objekt investiert, der ist sehr schnell bei dem Thema Publikums-AIF für Immobilien. Ihr Tipp vielleicht jetzt noch für alle Anleger, die auch Interesse an Fonds haben, den Markt jetzt weiter im Auge behalten und dann schauen? Ich glaube, dass zu einer ausgewogenen Kapitalanlage immer auch ein Immobilieninvestment zählt. Ich glaube, die Marktbewegung, die wir jetzt gerade am Aktienmarkt gesehen haben, unterstreicht das auch nochmal, dass man halt eben irgendwo den sicheren Hinkelstein in seiner Vermögensanlage haben sollte. Da muss man halt genau schauen, welche Immobiliennutzungsklasse bietet da noch attraktive Renditen. Wir hatten bis vor der Krise wirklich für Hotelinvestments ein absolut intaktes Marktsegment für Hotels. Und wenn wir jetzt gut durch die Krise kommen und sehen, dass die Wirtschaft halt auch in diesem Jahr wieder hochläuft, dann glaube ich auch, dass wir weiterhin attraktive Hotelinvestments finden werden. Also wir sehen, es gibt die Risiken, die müssen wir jetzt erstmal hinter uns lassen, aber es gibt auch die Chancen, wenn dann alles wieder anläuft. Danke Ihnen, Stefan Lammerding von der Dr. Peters Group. Ich drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass Ihnen nicht zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, denn ja, Hotels sind ja meistens zu jetzt gerade. Also wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute und bis bald. Vielen Dank, Herr Koch. Danke.